Hallo und willkommen beim ersten Boss aus der neuen Instanz am MOP Test Server. Wir befinden uns in der neuen Instanz Tor der untergehenden Sonne. Und wir sind hier nun beim mit Abstand härtesten Boss, auf den wir bis jetzt trafen, in der Beta. Und zwar seht ihr, droppt er überall Minen in dem Raum. Und sobald eine dieser Mine explodiert, gehen so Feuerstrahlen bzw. der Feuereffekt am Boden in allen Himmelsrichtungen auseinander. Und dies ist nun sehr gefährlich, da die Minen getriggert werden können. Und zwar bekommt jeder Spieler einen Debuff. Und dieser Debuff tickt runter, und sobald dieser Debuff runtergedickt ist, explodiert dieser Spieler mit dem gleichen Effekt wie bei den Minen und löst damit natürlich auch alle anderen Minen aus. Und zwar passiert das nun so, dass ihr die Minen, oder ihr solltet während des Kampfes, bevor der am 25% erreicht, der Boss, die Minen gezielt auslösen. Dies bedeutet, wenn ein Spieler einen Debuff hat, läuft er in ein Eck, wo die Minen sind, explodiert dort und nimmt andere Minen mit. So könnte er dort dann diesen Effekt leichter ausweichen und er triggert nicht den gesamten Raum bei jeweils 25% weniger vom Boss. Zum Schaden selbst: sollte der Spieler, der mit der Mine explodiert, erhält über 100.000 Schaden plus natürlich von der Explosion, wenn er dort getroffen wird, nochmal 100.000. Sabotage schnell! Ah ja, du lebst den Abgang. Komm, aufstehen, Thomas, und danach geht das durch, da kommt das nichts mehr. Nur noch die normalen Explosionen. Sabotage, scheiß drauf mit dem Auslösen jetzt, es kommt nichts mehr, gell? Nur schauen, dass du nicht stirbst dran. K noch, ja, Landessabotage ist ja schon. Wir haben es sehr, sehr knapp geschafft und gehen nun direkt weiter zu dem zweiten Boss aus der neuen Instanz. Noch Infight, Embers droppen nicht, nein. Hier bei dem zweiten Boss müsst ihr vor allem auf die Giftpfützen achten, welche ihr hinterlässt. Dort muss der Boss sofort rausgezogen werden. Des Weiteren spawnen Ads, diese müssen einfach gedenkt werden. Und die gefährlichste Fähigkeit ist Anflug, beziehungsweise wenn der Boss sich eben aus einer der Himmelsrichtungen nähert, beginnt genau in seinem Flugweg alles zu brennen. Also dort solltet ihr rauslaufen und vor allem darauf achten, dass ihr euch nicht zu weit verteilt, um hier dann die aus der Heal Range zu sein oder dann die Ads, welche kommen, nicht getankt werden können. Okay. Pass auf. Er kommt unten. Gut. Er kommt durch die Mitte durch von unten. Ausweichen. Ja, wie ihr es jetzt von rechts sehen könnt, kommt der Boss nur durch die Mitte. Somit solltet ihr einfach schnellstmöglich aus der Mitte laufen, damit euch das Feuer so gut wie nicht erwischt. Der Tank sollte die Ads ständig weiterziehen und sie nicht in den grünen Pfützen tanken, da er sonst zusätzlich Schaden erhält. Nochmal. Jetzt. Dann macht er 40% von der Max-HP, wenn er crittet. Ja, nice, oder? Ach,
wir haben es nun gleich geschafft. Wie ihr hier in der Mitte sehen könnt, befindet sich dort der Fahrstuhl. Also mit dem kamen wir hoch. Ihr seht hier einen Hebel. Damit könnt ihr zwischen den Ebenen wechseln. Und sobald ihr den Boss bezwungen habt, müsst ihr den Fahrstuhl nutzen, um nach unten zu kommen und euch zu dem nächsten Boss zu begeben. Wir befinden uns nun direkt beim dritten Boss, Kommandant Rimac. Wie ihr sehen könnt, hat dieser sehr, sehr viele Adds. Diese müssen einfach zu dem Boss getankt werden und die zweite Fähigkeit ist das Gift, welches er am Boden hinterlässt. Somit tut ihr euch am einfachsten, wenn ihr den Boss langsam im Kreis zieht oder beziehungsweise einmal die Länge rauf und runter und somit das Gift gezielt ablegt. Das größte Problem bei diesem Boss ist die Aggro. Da eben immer mehr und mehr Adds kommen, hat der Tank sehr, sehr viele Probleme, diese Aggro der, die Aggro der gesamten Adds zu halten. Aber sobald er dies schafft, ist der Boss selbst kein Problem. So, wir gehen nun zum Endboss der neuen Instanz über. Es ist ein bisschen tricky am Beta dort runterzukommen, also wir mussten einen kleinen Bug usen, um auf der Seite bei einer Kante runterzuspringen, da wir die Seile, welche dafür vorgesehen sind, nicht verwenden konnten. Bei diesem Kampf müsst ihr ein paar Sachen beachten. Zuerst die Adds, die müssen einfach zum Boss hinzugedenkt werden und wie ihr nun links sehen könnt, befinden sich hier zwei Kanonen. Ihr könnt diese Kanonen verwenden und euch damit auf den Rücken von dem Boss katapultieren und auf dem Rücken dann müsst ihr den Schutzpanzer attackieren. Diese HP werden nicht angezeigt, das ist circa etwas über 1 Million und sobald ihr den Schutzpanzer runtergeschlagen habt, bekommt der Boss 300% mehr Damage und ihr könnt erst dann auf den Boss selbst gehen. Aber ich habe erst das erste Ember kriegt das halt. Ansonsten für die Personen, welche unten sind, dass ihr solltet nicht alle hochschießen, da irgendjemand ja noch die Adds töten muss. Ihr müsst unten nur lediglich den Wirbelstürmen ausweichen. Eine weitere Fähigkeit des Bosses ist, die werdet ihr später im Video oder gegen Ende noch genauer sehen, er fixiert einen Spieler, dieser Spieler bekommt dann zwei Augen über seinen Avatar und wird vom Boss praktisch verfolgt. Er bekommt auch einen Buff, dass er um 75% schneller moved, also dieser Spieler, welcher hier getargetet wird, muss lediglich vom Boss weglaufen, sprich den Boss etwas outkiten. Und beim Video selbst machen wir nun einen kleinen Jump nach vorne, da zwei Spieler von uns starben und der Kampf sonst viel zu lange gedauert hätte, skippen wir das etwas. Wir haben den Boss nämlich zu dritt dann noch runtergespielt. Also auch wenn hier während des Kampfes dann ein, zwei Spieler sterben, ist das überhaupt kein Problem, denn es geht sich so noch leicht aus.